Mit dem Blick über Jerusalem gehen die Republicans Overseas auf Stimmenfang. Ihr Ziel? Israelis mit amerikanischem Pass. Der Ort ist strategisch gewählt, die Botschaft klar. Ein vereintes Jerusalem, das nur zu Israel gehört. Als Präsident werde Trump alles anders machen als seine Vorgänger im Amt. Er wird wieder Vernunft in die amerikanische Politik bringen, auch im Umgang mit Israel und den Arabern im sogenannten Friedensprozess. Er wird eine Revolution sein. Was wird er tun? Er wird endlich sagen, dass man dem Konflikt keine Lösung aufzwingen kann. Vor allem im religiös-rechten Lager kommt das an, sagen Meinungsforscher. Schätzungsweise 300.000 US-Amerikaner leben in Israel. Auch ihre Stimmen zählen im US-Wahlkampf. Viele Mitglieder der jüdischen und der evangelikalen Gemeinde in Amerika schauen nach Israel. Sie interessiert, was die Israelis und die israelischen Amerikaner wollen. Ich denke, die Trump-Kampagne hier vor Ort dient vor allem dazu, den Leuten in den USA zu zeigen, dass Trump der beste Kandidat ist. Als ob sie ihn koscher machen würden. Meine Regierung wird an der Seite des jüdischen Volkes und seinen Anführern stehen, kündigt Trump an. Sein Auftritt per Videoaufzeichnung dauert weniger als eine Minute. Dass seine Aussagen zum Nahen Osten bislang oft widersprüchlich waren, stört hier niemanden. Er ist der einzige Kandidat, der zu 110% pro-israelisch ist. Er hat sich öffentlich dazu bekannt und zeigt Unterstützung. Auch seine Familie ist religiös. Ivanka und seine Enkel sind jüdisch. Bei den Demokraten geht es leiser zu. Jede Woche treffen sich die freiwilligen Helfer, um die amerikanisch-israelischen Wähler daran zu erinnern, auch wirklich ihre Wahlzettel einzuschicken. Hillary Clinton steht für langjährige politische Erfahrung, sagen sie hier. Und dafür, dass sie an der Seite Israels steht. Ich stimme für Hillary Clinton, weil sie für das amerikanische Volk die sicherste Option ist, sowohl innen- als auch außenpolitisch. Ihre Leistungen als Außenministerin und auch in anderen politischen Ämtern sind beeindruckend. Jede einzelne Stimme zählt in dieser Wahl. Sie ist ein Wendepunkt für die Demokratie, für die amerikanisch-israelischen Beziehungen und ganz besonders für die Juden überall. Es ist eine bedeutende Wahl. Hinzu kommt, dass einige Israelis mit amerikanischem Pass in Swing States wie Ohio und Florida registriert sind. Auch deshalb sind ihre Stimmen ganz besonders wichtig.